Chrissy, willkommen zu meinem neuen Video. Heute werden wir sehen, wer am längsten nicht essen kann. Und zwar geht es heute um meine Schwester und mich. Und wir machen das Video, wer zuletzt nicht isst, gewinnt 100 Euro. Das heißt, dass wir versuchen, so lange wie es geht, nicht zu essen, bis einer von uns beiden aufgibt und anfängt, was zu essen. Und ja, wir werden sehen, wer von uns gewinnen wird. Ihr könnt gerne jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wer gewinnen wird. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal meine Schwester einweihen, weil sie weiß noch gar nichts davon. Angelina, was machst du da? Kirschen essen. Willst du auch eine? Ich wollte gerade ein Video mit dir machen. Welches? Wer zuletzt nicht isst, gewinnt 100 Euro. Okay, also ab jetzt nicht mehr essen und wer am längsten nicht isst, gewinnt 100 Euro, okay? Mhm. Also Kirschen weg. Ich werde gewinnen. Nein, wird sie nicht. Ich werde nämlich gewinnen. Übrigens habe ich gerade meinen Merch an und apropos Merch, ich habe eine neue Neuigkeit für euch. Und zwar ist heute, wo wir das Ganze hier drehen, der 1.7. und ein Tag, an dem ich Schmuck für euch rausbringe. Und zwar, ich blende euch hier an der Seite gleich mal die Bilder ein, bringe ich unter anderem Ketten raus. Einmal diese Kette hier in Gold und in Silber. Die hat ein kleines C dran und ein süßes Herz. Ist sehr, sehr schlicht, was ich zum Beispiel sehr schön finde. Da ich finde es halt besser, als wenn es so richtig auffällig wäre. Und ja, dann wird es auch noch einen Armreif in Gold geben. Ebenfalls mit einem C eingraviert in eine kleine Platte. Und auch ein Armband, auch in Gold. Und da ist auch ein kleines C eingraviert. Und ja, ich hoffe, der Schmuck gefällt euch. Ihr könnt jetzt einmal in die Infobox gucken. Dort findet ihr einen Link zu meinem Merch. Und wenn euch etwas davon gefallen sollte und ihr es bestellen wollt, könnt ihr gerne auf Instagram ein Bild posten und mich drauf markieren. Dann werde ich auf jeden Fall vorbeischauen. Und ja, jetzt würde ich sagen, geht's weiter mit dem Video. Wir haben mittlerweile übrigens schon 3:15. Das liegt daran, dass wir Sommerferien haben und wir haben aus Versehen bis 11 Uhr geschlafen. Ja, ist halt viel zu lange gewesen und ich musste halt bis gerade eben noch ein paar Sachen machen. Hab unter anderem auf Instagram euch Bescheid gesagt wegen des Schmuckes. Wenn ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, könnt ihr es gerne tun. Dort heiße ich ChristineXXE, ist auch nochmal in der Infobox verlinkt. Und ja, ich habe halt noch ein paar Sachen vorbereitet und wir haben aber gefrühstückt. Und jetzt werde ich mich versuchen, so wenig wie es geht zu bewegen, damit ich so wenig verbrenne und nicht so schnell wieder Hunger bekomme. Ich werde es auf jeden Fall versuchen und jetzt wird erstmal PlayStation gespielt. Angelina hat anscheinend die gleiche Idee wie ich, sie spielt jetzt auch PlayStation. Ja. Spielen wir zusammen? Da seht ihr es nochmal, es ist wirklich 3:15, Punkt 3:15 sogar und ja. Bella, du brauchst keine Angst haben, du bekommst natürlich was zu essen, okay? Du bekommst natürlich was zu essen. So, wir haben jetzt eine Stunde später, also es ist 3:50 und um ehrlich zu sein, habe ich schon Hunger. Und ja, Angelina? Ja? Hast du Hunger? Ich glaube nicht. Nicht? Ja? Ich habe auch Hunger. Ich glaube, ich werde jetzt mal Essen machen, aber nicht essen. Und vielleicht wird Angelina dann was nehmen, weil das so lecker ist, dass sie es essen möchte, weil sie so Hunger hat. Und vielleicht werde ich dann gewinnen. Also probieren wir es mal aus. Also deswegen machen wir jetzt Essen, um zu gucken, ob Angelina dann essen wird. Und wenn sie es nicht isst, kann ich später essen, wenn ich gewonnen habe. Lass für diese Strategie mal einen Daumen nach oben da. Ich hoffe so sehr, dass mein Plan aufgeht, weil ich habe jetzt schon so Hunger. Obwohl das Video noch gar nicht so lang ist und wir auch noch gar nicht so lange nicht gegessen haben. Also, ja, trotzdem habe ich schon Hunger. Ich esse halt immer relativ viel. Dafür könnt ihr jetzt in die Kommentare schreiben, seid ihr eher so Menschen, die viel oder wenig essen? Update, es ist 16:30. Und Essen ist fertig. Also es gibt Kartoffeln mit Zwiebeln angebraten, Chicken Nuggets, die vegan sind und Fleischklößchen vegetarisch sind. Das gleiche jetzt, weil Malte hat extra schon mal alles vorbereitet, damit sie gleich einfach nur noch zugreifen muss. Und ich habe während des Essens machen noch mehr Hunger bekommen und ich hoffe, sie nimmt das jetzt einfach und isst es. Angelina! Ja? Komm mal kurz! Hast du Hunger? Guck mal, ich habe extra Essen zubereitet. Ich will nichts essen. Sicher? Ja. Hast du Hunger? Bisschen, ja. Ja? Ich will aber nichts essen. Warum? Und die kommt schon. Guck mal, wie lecker das ist. Ich habe dafür so lange gebraucht. Ja, dann kannst du beides essen. Und du? Dann ist aber nichts mehr für dich übrig. Ja, danach esse ich auch was. Ach komm schon, iss was, bitte. Wenn du als erstes isst, dann esse ich auch was. Oh Mann. Ess ich. Ja. Dann bleibt das Essen da wohl stehen und wird kalt. Letzte Chance, willst du essen? Okay, ich zeige euch später nochmal, dass es genau hier steht, damit ihr uns glaubt, dass wir es jetzt wirklich nicht essen. Und ja, dann würde ich sagen, geht's leider weiter. Ich habe so Hunger. So, es ist 17.19 Uhr. Ich habe so unglaublich Hunger, ich verdaue mich schon selber. Ja, aber ich werde mich jetzt ein bisschen ablenken. Ich muss nämlich noch etwas vorbereiten. In einer Woche bin ich nämlich schon im Urlaub. Wo, werde ich euch später erst sagen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare raten, wo ich sein werde. Also, wohin ich fahre. Ich fahre. Und ja, dafür bereite ich jetzt noch etwas vor. Und ich kann einfach nicht mehr. Ich habe so großen Hunger. Ich habe die ganze Zeit hier mir ein paar
Outfits rausgesucht, weil ich ja in einer Woche im Urlaub bin. Und da habe ich mir halt schon mal so ein paar Outfits und Schuhe zusammengelegt. So, es ist mittlerweile viel, viel später, immer noch total hell und das Essen steht hier einfach immer noch. Es ist schon mega, mega kalt und ich habe so, so Hunger. Wie ihr seht, es hat sich nichts gerührt, nichts. Auch nicht bei den Chips da hinten oder so, nichts. Es ist immer noch genauso wie vorhin und ich würde da immer noch so gerne reinbeißen. Angelina, hast du nicht Hunger? Also sitzt da immer noch und spielst. Hast du nicht Hunger? Sehr. Sehr? Ja, aber ich kann, wenn ich jetzt weiter spiele, könnte ich es verdrücken. Wollen wir nicht was essen? Also du kannst schon mal gehen, ich muss das noch zu Ende machen. Angelina, ich hab Hunger. Geh aus dem Bildschirm. Nein, ich gehe nicht aus dem Weg. Ich sehe, wo ich lang fahre. Wollen wir nicht was essen? Ich hab Hunger. Ja, dann geh doch essen. Können wir bitte was essen? Schlafen? Essen! Ich hab Hunger! Okay, komm! Ja? Ja, aber du bist als erstes. So, wir haben uns jetzt hier Chips geholt. Die riechen so lecker. Angelina, okay. Prost. 3, 2, 1. Jetzt komm schon, iss! Mach du doch! Bitte! Nein! Okay, jetzt wirklich, ja? Ja. Jetzt aber wirklich zusammen. Okay, wirklich. 3, 2, 1. Oha, Chrissy! Wenigstens hat es jetzt geklappt. Du hast verloren. Sie hat verloren. Und die Chips. Du konntest weiter und die Chips. Ich will auch noch welche haben. Nee. Ich esse das Mittagessen, was ich vorhin gemacht habe und was nicht gegessen wurde. Das esse ich jetzt. Aber wenigstens können wir jetzt endlich essen. Ich hatte heute nur Frühstück und das um 12 Uhr, glaube ich, war das. Weil wir sind um 11 Uhr aufgestanden, bis wir das fertig gemacht haben und so war es 12 Uhr. Und jetzt ist es einfach schon 19 Uhr und ich habe so großen Hunger. Und ich werde jetzt als allererstes was essen gehen. Aber hey, ich habe doch gesagt, dass ich gewinnen werde. Ich habe halt gewonnen, weil ich einfach gut bin. Du hast mir eine Strategie. Aber ich habe dir extra Mittagessen gemacht, weil ich dachte, dass du so isst. Ich hatte Hunger. Und ich habe immer noch Hunger und deswegen werde ich jetzt essen gehen. Und ich würde sagen, ich nehme euch den restlichen Abend noch mit, was wir so alles machen werden. Und so ein kleiner Vlog noch hinterher, weil ihr habt euch mehr Vlogs gewünscht. Also werden auch ein bisschen mehr Videos mit Vlog-Anteil kommen. So, mittlerweile ist es 20 Uhr, 21 Uhr und mein Zimmer sieht aus wie ein Schweinestall. Das muss ich gleich auf jeden Fall noch aufräumen. Das kommt davon, dass ich gerade eben ja versucht habe, ein bisschen zu packen, also mir schon mal Outfits zusammengestellt habe. Und ja, jetzt werde ich mich noch richtig entscheiden müssen und dann den Rest wegräumen. Und Max kommt auch schon in einer halben Stunde. Ich habe auch extra schon meinen Koffer geholt, da werde ich gleich ein paar Sachen reinpacken. Und ja, dann kommt Max. Das Video hier auch noch heute Abend schneiden. Das ist nämlich für euch morgen. Also für mich morgen, für euch heute. Ist immer sehr verwirrend. Und ja, wie gesagt, diese Outfits sollen auf jeden Fall alle mitkommen. Hier liegt noch so ein Gewirr, wo ich nicht weiß, was mitkommt und was nicht. Und es sollen auch noch zwei Sachen ankommen, die ich auf jeden Fall mitnehmen möchte. Also ich werde die dann erstmal anprobieren und gucken. Aber so, wie ich sie mir vorstelle, will ich sie auf jeden Fall mitnehmen. Und ich freue mich schon. So, ich habe jetzt ganz schnell die Kamera gewechselt, werde mich ganz schnell umziehen und dann nochmal kurz zu Lidl fahren mit dem Fahrrad, weil Max und ich werden uns dort treffen und noch etwas zum Abendessen holen. Also wir haben eigentlich theoretisch was, aber wir holen wahrscheinlich noch irgendwas. Ja, dort werden wir uns gleich treffen und deswegen muss ich mich beeilen. Lidl hat halt nur noch 20 Minuten auf, deswegen müssen wir uns dezent beeilen. Ja, wir sehen uns gleich bei Lidl. So, wir waren jetzt ganz schnell bei Lidl. Wie spät ist es? Weißt du es? Nein. Ach, ich hole kurz mein Handy raus, um zu gucken, wie spät es genau ist. Und wir waren erfolgreich einkaufen. Und jetzt wird's los auf dem Fahrrad getragen. Du kommst doch hierher. Also bist du, dein Fahrrad steht da hinten. Du, meine ich. Film. Ah! Danke für die Info. Und wir waren bis auf die Minute genau pünktlich. Also es ist jetzt genau 9 Uhr. Glück gehabt, dass wir es noch reingeschafft haben. Wir haben uns jetzt Pizza geholt, Chips mit Dip, Red Bull, zwei Flaschen Wasser und einmal Lauchzwiebeln, weil ich das super gerne meine Nudelsuppe mache. Und es ist jetzt genau 10:30. Wir haben gerade eben noch Pizza gegessen und ich hatte Nudelsuppe. Meine Schwester Max hatten Pizza, ich hatte Nudelsuppe. Ich platze gleich. Um 10:30 Abendbrot gegessen. Sehr, sehr gut. Und ja, wir werden jetzt noch Videos schneiden, Max auch. Und noch vielleicht ein bisschen PS4 zocken. Und ja, dann würde ich sagen, war es auch mit diesem Video. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu hinterlassen, in die Kommentare zu schreiben. In die Kommentare zu schreiben, ob ihr viel oder wenig esst. Und dann
einen Daumen nach oben nicht vergessen und meinen Kanal kostenlos abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Warum läufst du hier mit einem Messer in der Hand rum? Weil ich habe vor, mir Erdbeeren zu schneiden. Du hast gerade Pizza gegessen, eine ganze. Warte. Welcher Monat?